und seine Kosten beliefen sich auf rund 118 Millionen damaliger Franc, den heutigen Gegenwert von über 70 Millionen Euro. Mit seinen 5 Kilometer langen und in 30 Meter Tiefe verlaufenden Stollen auf einer Gesamtfläche von 54 Hektar ist der Simserhof das viertgrößte Fort der Maginot-Linie. Er gehört zum Befestigungsabschnitt Rohrbach. Der Munitionseingang, durch den Sie gleich das Innere betreten werden, bildet den Haupteingang. Auf Schienen mit 60 cm Spurbreite trafen hier die Munitions- und Materialwagen ein. Außer einer Panzerabwehrkanone vom Kaliber 47 mm, rechts noch erkennbar in ihrer Schießscharte, wurde der Eingang beidseitig von Zwillings-MGs und drei Schnellfeuergewehren geschützt. August 1939, als ich hier meinen Dienst als Elektromechaniker antrat. Ich war damals Unteroffizier im 207. Bataillon für Pionierwiesen. Mir wurde angeordnet, mich sofort in der Fabrik niederzulassen. Sofort fiel mir auf, wie kalt und feucht es hier war. Außerdem gepanzerte Tor, das ich zum ich die elektrische Schmalspurbahn, auch Metro genannt, die mit einer 600 Volt Oberleitung betrieben wurden und hier unten die freien üblichen Dieselloks ersetzt. Ich war voll aufgekastet. Was hatten wir hier schon zu befürchten? Abgesehen von der Betonitis, wie wir die Tiefendepression nannten. Gar nichts, dachte ich, als ich in diesem Hauptstollen, dessen gekrümmter Grundriss jedes Längs vorher unmöglich machte, die Läufe der Maschinengewehre auf dem Knecht sah. Ich hielt uns für unbesiegbar, unschlagbar, uneinnehmbar. Die Hölle der Schützengräben von Verdun würde ich hier nicht erleben. Aber ich wusste nicht, wie lange diese Übergangszeit bis zur Kriegserklärung dauert. Am 3. September 1939 begriffen wir, dass nun Krieg war und das Warten begann. In den Befestigungsanlagen der Maschinenlinie organisierte man sich wie in Kriegsmann. Im Simserhof lösten sich 876 spezialisierte Soldaten in vier Schichten ab. Sie verfügen über ausreichende Mengen an Lebensmitteln und Treibstoff bis zu 200 Meter vollkommen autonomes Leben. Eine 120 Meter tiefe Quelle sorgt für die ganze Versorgung. Voller Stolz hegte und pflegte ich meine vier Stromaggregate. Sie liefen wie geschmiert. Zwei genügend als Energiequelle und als Ersatz für das 20.000 Volt Kabel, das von außen kam und dem Abwasserkabel lief. Diese Hauptstollen besaßen zahlreiche Nebengänge, die zu bewachten Kampfklaus führten. Sie bestanden aus schwer bewaffneten Geschütztürmen und Kasematten, die im Falle eines deutschen Angriffs einen undurchdringlichen Feuerwall bilden sollten. Wir blieben in Alarmbereitschaft, doch nichts geschah. Anfangs überschritten die vor uns stationierten Divisionen die Grenze und drangen einige Kilometer in die feindlichen Gebiete vor, ohne auf Widerstand zu stoßen. Die Reichweite unserer Kanone von 12 Kilometern ermöglichte uns jedenfalls nicht, ihnen zu kämpfen. Doch kurz darauf erfolgte der Rückzugsbefehl und von da an war es jeden Tag dasselbe Lied. Eingeschränkte Spähpatrouillen auf der gesamten Frontlinie. Des Dieselöls, die Feuchtigkeit und das dichte Aufeinanderleben. Nie konnte man mehr für sich alleine sein. Ladebereich für die Waggons in Richtung Kampfklaus.
Damit verfügt man ständig über Nachschub für die theoretische Beschussfrequenz von maximal 2000 Schuss pro Tag und pro Waffe. Für die Ausstattung der Kampfblocks orientierte man sich an den Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg. Das 7,5 cm Geschütz setzte sich schnell als Standardgeschütz der Maschinerie hier durch. Das berühmte 7,5 cm Modell 1897, das im Ersten Weltkrieg wertvolle Dienste leistete, stand dafür Pate. Es wurde jedoch zu einem Festungsgeschütz umgestaltet. Seine Hauptvorteile liegen in seiner hervorragenden Präzision, seiner hohen Schussfrequenz von 30 Schuss pro Minute, seiner Reichweite von 12 Kilometern und seiner Platzersparnis. Die erste Weiterentwicklung des 1897 Modells, das 75-1929 Geschütz, eignete sich hervorragend für flaches Gelände. Für das steil abfallende Gelände der Alpen war ein Flachfeuergeschütz vollkommen nutzlos. Der Kasematten-Granatwerfer 75-31 wurde für Befestigungsanlagen dieses Frontabschnitts umgerüstet. Es handelt sich um ein kleines Geschütz, das für Steinfeuer konzipiert war. Seine Handhabung wird durch die Gegengewichte erleichtert, die an zwei Verstrebungen festgemacht sind. Sie sind nötig, weil der Verschluss des nach oben gerichteten Geschützes mehr Platz in Anspruch nimmt. Seine maximale Reichweite beträgt 6 Kilometer. Eine andere Version des 7,5 cm Geschützes, das 1929 sorgfältig entwickelt wurde, war in den Forsten Nordostfrankreichs sehr verbreitet. Man verkürzte das Schussrohr um 30 cm. Auch hier erforderte die Verlagerung des Drehgelenks in Richtung Laufmündung ein stabiles Gegengewicht. Sein Gesamtgewicht betrug fast 10 Tonnen. Die Kasematten des Blocks 5 und 6 im Simserhof sind jeweils mit drei Geschützen dieses Typs ausgestattet. Insgesamt verfügte der Simserhof über 6 versenkbare Geschütztürme, die alle nach demselben Prinzip funktionierten. Sie waren auf eine gewaltige Säule montiert, die mit einem Schwinghebel verbunden war. Dieser besaß ein Gegengewicht. Die Türme ließen sich bis zu 60 cm ausfahren, um 360 Grad drehen und nach dem Geschützfeuer wieder einfahren. Ihr Gewicht schwankte je nach Ausrüstung und Größe zwischen 165 und 300 Tonnen. 14 Männer wurden zur Bedienung des Geschützturmes im Block 8 gebraucht. Die Geschütztürme der Blocks 2 und 3 waren mit Mörsern Kaliber 81 mm Modell 1932 ausgestattet, die für eine geringere Reichweite bis zu 3 Kilometern liegen. Mit diesen Waffen kam es wiederholt zu Unfällen, zum Beispiel zerbarsten die Rohre. Der Geschützturm des Block 7 ist mit zwei Bombenabwurfsvorrichtungen Kaliber 135 ausgerüstet, die einen sehr kurzen Geschützlauf besitzen. Für 19 Kilo schwere Sprenggranaten betrug die Reichweite bis zu 6 Kilometern bei einer Kadenz von 6 Schuss pro Minute. Angesichts der schnellen Weiterentwicklung der Panzerwaffen wurden bereits ab 1931 für die Nahverteidigung Panzerabwehrgeschütze Kaliber 47 mm bzw. 37 mm entwickelt und hergestellt. Diese Panzerabwehrgeschütze, deren Hochgeschwindigkeitsgeschosse bis auf 800 Meter Reichweite sämtliche damaligen Panzerungen durchstießen, bestückten die Kasematten der Blocks 1, 2, 3 und 4, den Mannschafts- und den Munitionseingang. Diese Geschütze waren immer kombiniert mit einem oder zwei Zwillings-MGs vom Typ MAC 31. Die Kombination aller erwähnten Waffentypen bildete ein wirkungsvolles und zusammenhängendes Waffensystem für das gesamte Schlachtfeld. Seine Flugbahnen überlagerten und ergänzten sich. Vor dem Feind erhob sich damit eine ununterbrochene und unüberwindliche Beschusslinie. Genau das war das Prinzip der Maschinerie. Für einen optimalen Einsatz der Waffenausrüstung war es notwendig, schnell und gut zu sehen. Alle Festungswaffen für Direktfeuer verfügten über ein Zielfernrohr, das auf ihre Eigenschaften abgestimmt war, vom einfachen geraden Fernrohr für Zwillings-MGs bis zum gekrümmten Fernrohr mit mobilem Kopfende für die Haubitzen der Kasematten. Innerhalb der Artillerieblocks ermöglichten Carpentier-Befehlsübertragungsapparate, die in ähnlicher Weise auch bei der Marine benutzt wurden, sowie Leuchttafeln der Marke Dornion eine visuelle Kommunikation, denn der Geschützlärm machte Telefonieren unmöglich. Das Grundprinzip des Erstickungsschutzes bestand darin, in den Räumen Überdruck zu erzeugen, um damit das Eindringen von Kampfgasen des Feindes zu verhindern und automatisch das durch Geschützfeuer freigelegte Kohlendioxid sowie die verbrauchte Luft zurückzudrängen. Die wichtigste Luftzufuhr im Frischluftmodus bildeten die offenstehenden Eingangstore.
Wenn die Spezialdetektoren am Eingang gifthaltige Luft meldeten, wurde per Alarmanlage im gesamten Bau der Gasmodus ausgerufen. Die Luft wurde dann mit Filtern gereinigt, die diesen Infanteriekasematten-Filtern ähneln und durch leistungsfähige Ventilatoren in alle Galerien geleitet. Dabei das Pulver, den Geruch durch einen starken Ventilator. Man weiß, dass es zu Ende ist und die automatischen Laderäder stillstehen, die Stille wird. Ich öffnete die Luke. Draußen stand ein Mann in deutscher Uniform. Er blickte mich an. Es war ich selbst. Nach dem Aufwachen erfuhr ich, dass die Deutschen in Belgien einmarschiert sind. Zwölfter Mai, Schossung in der Truppenzelle in der Chapelle des Saints. Am Folgetag gibt die Wehrmacht ein starkes Feuer. Das Berliner Eingang ist schwer. Wenn der Feind mit 150er Kanonen auf dünne Mauer feuert, die Dörfer schüttelartig verlassen haben. Ich schlug das Feuer in die Züge der Flüchtlinge. Sie fliegen während der Fahrt mein Rohr auf als Anzahl. Unser Rundfunk schildert die Schrecken. Und wir denken an Familie und Freunde, da wir bereits Tage oder Lebenszeiten sind. Was wird das denn? Sie werden wohl aufgeschrieben müssen. Aber wohin wohl? Festung. Ein einziger Geschützturm wurde vom feindlichen Feuer zerstört. Leider hatten all die Verteidigungsanlagen die Deutschen nicht mehr aufhalten können. In den 6 Wochen zwischen Ardennen, Offensive und Waffenstillstand haben wir 100.000 Soldaten verloren. Wieder ist es vorher ein Friedensdruck und verzweifelt wieder aufhalten gefordert. Am Morgen des 2.1940 schließen wir uns in die Biberhaus und schicken uns bei den beiden Kriegen in die Flucht an und reisen. Nach der Ankunft stellten wir uns die Nazis in den Schlag. Aus der Fangenlager und sich wieder mit uns. Die Entwicklung weiter dann an allen Fronten. Die Züge des 141 Kilometer die Luftarmee an, ohne vorher den Krieg zu finden und warf seine Taktik zu retten. Ein riesiges Kampfaufgebot, das uns zur Hilfe eilt. Wir vor der Küste des unerhalten Englands aus den Angriff auf.
Krieg hat uns verdeutlicht, um welchen Preis die Wahrung des nationalen Territoriums zu sichern ist. Man weiß um das Schicksal der Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Es gilt also, unser Territorium direkt an der Grenze zu verteidigen, erklärte Generalstabschef der Armee, General Vigon. Der Sieger von Verdun, Marschall Pétain, schreibt seinerseits im Jahr 1919, die ständigen Befestigungsanlagen haben ihre Aufgabe erfüllt. Sie haben standgehalten und ihre Wirkung gezeigt, als alles rundherum auseinanderbrach. Eine Beton- und Feuerbarriere zwischen Frankreich und Deutschland zu errichten, dies war die Strategie von Kriegsminister Paul Canivet im Jahr 1924. Der Krieg hat uns verdeutlicht, um welchen Preis die Wahrung des nationalen Territoriums zu sichern ist. Man weiß um das Schicksal der Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Es gilt also, unser Territorium direkt an der Grenze zu verteidigen, erklärte Generalstabschef der Armee, General Vigon. Der Sieger von Verdun, Marschall Pétain, schreibt seinerseits im Jahr 1919, die ständigen Befestigungsanlagen haben ihre Aufgabe erfüllt. Sie haben standgehalten und ihre Wirkung gezeigt, als alles rundherum auseinanderbrach. Eine Beton- und Feuerbarriere zwischen Frankreich und Deutschland zu errichten, dies war die Strategie von Kriegsminister Paul Canivet im Jahr 1924. Stromversorgung und die Munitionsdepots. Für 10 Jahre lang verwandeln sich die Grenzen Frankreichs in eine gigantische Baustelle mit Tausenden von Arbeitern unter der Bauleitung der Pioniertruppen.